Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Hier mit unserem kleinen Red Star, genau, unserer kleinen Mühle, unserem Hüpfer, den wir zusammengebastelt haben, beziehungsweise ich habe ihn zusammengebastelt und wir waren beim letzten Mal ja dann auch schon ein bisschen im All unterwegs. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Ressourcen gefarmt, nicht allzu viel, und bin mal ein bisschen durch die Gegend geflogen und habe hier ein weiteres Dorf entdeckt. Also nur um zum zeigen, nicht allzu viel Ressourcen, ein bisschen Promethium, ein bisschen Kobalt zusammengedübelt, aber naja. So, ja, das wird gerade hier in unserem Constructor verarbeitet. Und ja, nachdem ich dieses Dorf entdeckt habe, ich wollte eigentlich noch hier hinüber zum Siliziumerz, und auf dem Rückweg wollte ich dann mal hier in dieses Fortress vorbeischauen, bei der Abandoned Mine, bei dieser verlassenen Mine. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da waren auf jeden Fall so komische Geräusche, also naja, habe ich mich noch nicht so wirklich sicher gefühlt. Deswegen würde ich gerne jetzt erstmal über das Fortress gehen. Hier hingegen ist... ja, das ist ein anderes Dorf, definitiv. Es ist zwar immer noch dieser gleiche Totenschädel da, dieser komische Okkulte, den sie da offenbar anbeten, aber das ist definitiv ein anderes Dorf. Aber ich vermute, auch hier wird es diese komischen Viecher geben, ne? Diese komischen Trolle oder was das sind, ich habe keine Ahnung. Ihr habt ja geschrieben, das sind so die Alien-Haustiere, also nicht die von den Kollegen hier, sondern von den Besetzern. Angeblich wird hier alles besetzt. Also nicht die Kollegen da, sondern andere. Na, ich sehe mal noch keins von den Haustieren. Aber schauen wir uns um. Schauen wir, was wir hier finden. Oh, hier auf jeden Fall so mit edlem Marmor. Ah, okay, jetzt habe ich die Haustiere gehört. Sie sind definitiv hier am Start. Aber sie haben sich Mühe gegeben, ne? Da ist es auch schon, genau. Da ist das erste Vieh. Wunderbar. Sie haben sich Mühe gegeben. Ja, ich sehe hier nirgendwo allerdings Container, die zu looten sich lohnen würde. Das ist so ein bisschen schade. Speziell darauf haben wir sie abgesehen, ne? Das, darum geht's ja. Den guten Shit einstecken, das gute Loot. Haha, das war sonst nicht gehört, genau. Alles schön mitnehmen. Servus. Doch, ich schaue hier einfach mal so ein bisschen rum, ne? Interessiert ja zum Glück niemand. Ah, hier Container hinter der Wand versteckt. Deswegen habe ich nichts gesehen. Tanklein, Nahrungsmittelprozessor, Munitionskiste, T1-Werkzeug, Bürokraftschubbohrer, große Promethiumzelle. Okay, dankeschön. Ja, ein bisschen was, ne? Nichts allzu Überragendes, aber immerhin. So. Weiter geht's. Da müssen wir, glaube ich, dann auch nicht reinschauen, oder? Na, wobei, ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Schauen kostet nichts. Für so einen alten Sparfuchs wie mich ist das ja elementar wichtig, ne? Dass es nichts kostet. Gut. Jetzt könnte man sagen, alles was nichts kostet, ist nichts, gell? So wie jetzt in diesem Fall hier, aber na, ganz so hart möchte das Urteil dann nicht fällen. Hier in diesem Fall war es ein Griff ins Klo. Aber es kann ja nicht überall das gute Zeug stehen. So wie auch in diesem Fall hier leider nichts zum Einstecken für uns. Probieren wir es hier noch. Vielleicht ist da noch was Hübsches drin. Aber auch hier sieht es so ziemlich nach umsonst aus. Der Weg war umsonst. Nein. Murphys Gesetz, genau. Texturierungsgerät, sehr gut. Unser erstes Texturierungsgerät. Biokraftstoffbohrer T1, Munition, Pistole. Okay, das ist alles Scrap, aber das Texturierungsgerät, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Okay, also hier haben wir ein bisschen was eingesteckt, aber das waren alles so Standardcontainer. Nix wirklich herausragendes, aber gut, dafür haben wir uns hier auch nicht sonderlich anstrengen müssen, ne? Wir haben ja nicht mal kämpfen müssen. Alles very gechillt. Very chilling quasi. So, hier hätten wir noch very mitnehming alles. Very einstecking was not my, genau. Alles meins, 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 meins. Dankeschön. Vielen Dank, Gemeinde. Oh, da sind die Nächsten. Ja, ja, hallo.
Geh bloß weg. Upp. So, was? Den brennen wir einen auf dem Fels, die mir, genau. Der Sapperlot. Stirb. Da ist er gestorben. Da liegt noch einer, der wartet bloß drauf. Bäh, genau. Sieht lustig aus, diese Animation. So. Weil wir brauchen ja auch. Oh, wollte gerade sagen, wir brauchen ja auch Fleisch, aber irgendwie haben die nur so ein Shit dabei. Na, Mist. Da habe mich schon gefreut, dass ich vielleicht noch ein bisschen Fleisch einstecken kann. Zu früh gefreut. Definitiv. Okay, auch hier noch schnell Alien Container hingucken. Oh, Leute, komm. Jawohl, schau mal hier den guten, den seltenen. Eine Reparaturstation, cool. Laser-Upgrade, schwere Waffen-Upgrade. Oh, schöne, schöne. Ja, alles mitnehmen, ne? Hat sich gelohnt. Dieses Dorf kann ich empfehlen. Genau, da komme ich wieder. Ich fürchte bloß, dass es hier nichts von wegen Loot-Respawn gibt. Ne, sowas kennt die Herrschaften hier wahrscheinlich nicht. Wüsste ich auch gar nicht, ob es hier einen Loot Respawn gibt, analog so 7 Days to Die oder so, ne? Also. Keine Ahnung, vielleicht weiß es einer von euch. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Da haben wir alle was davon. So, hier ist wieder mal, genau, danke. Danke fürs Mitspielen, das ist wie beim Roten Kreuz, wenn du ein paar Lose kaufst, die Nieten, da steht meistens Danke drauf. Haubi, animier uns nicht zum Glücksspielen. Okay, gut, ich sag nichts. Aber Rotes Kreuz ist ja nicht Glücksspielen, ne? So, na gut. Also, wir hatten unsere Loot-Erfolge, denke ich. Hier gibt es nichts mehr zum Einstecken. Nee, nicht wirklich. Ich schaue trotzdem noch kurz dahinter, aber da ist Niente. Genau, da ist Nickes. Nee, alles gut. Da gibt's nichts mehr. Wobei, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht drin. Ja, okay, da war der Wunsch der Vater des Gedanken, ne? Das war der Optimist in mir. Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also hier gab's definitiv dann nichts mehr. Und den ganzen Klabüm hier rein. Wir sprühen alles nicht. Zack, 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 zack. Das muss ich in den Kühlschrank schmeißen. Jawohl. Jetzt habe ich hier meinen Eimer voll gekleistert mit irgendeinem Scheiß. Auf gut Deutsch. Ja, meine Frachtbox, die ist schon fast komplett voll. Und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich noch hier zum Dingens, ne? Zum, sag selber. Zum Vorderes wollte ich eigentlich noch. Und eigentlich wollte ich auch noch darüber. Hm. Wir können ja mal kurz zur Mine fliegen. Dass ihr die Geräusche mal hört. Die ich gemeint habe. Die so komisch klangen. Bei dieser Tesco Mine oder wie sie geheißen hat. Oh. Oh, oh. Ui. Ui. Schnell weg. Ich habe mich. Au. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verflogen. Shit. Ihh, die schießen auf uns, Hilfe. Schnell in Deckung. Oh Gott. Das war wieder hervorragend. Ich muss aber schnell meinen Eimer reparieren. Ah, beziehungsweise ich glaube, das ist eine blöde Idee. Mit der Mühle in diesem Zustand. Uah, verdammt, nein. Zu hoch, zu hoch. Schnell weiter runter. Genau, sonst bist du zu hoch und ich komme nicht mehr hin. Das wäre peinlich. Da haben sie uns getroffen. Da war noch was kaputt. Na, was haben sie noch getroffen? Nichts mehr hoffentlich. Nichts Schlimmes auf jeden Fall. Ich habe mal nichts explodieren hören. Heißt, es ist nichts wirklich ganz kaputt gegangen. Ich wollte ja noch, weil wir haben ja Satium abgebaut. Ah, hier war ich. Der hängt total schief in der Luft, ne? Habe ich auch wieder toll gemacht. Jetzt haben wir alles repariert, okay.
Ich wollte ja diese Platten noch upgraden. Deswegen habe ich ja auch Satium geholt. Ne? Dieser Stahlblock, der hat gerade mal 50 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Und mit Satium verstärkt haben die, glaube ich, das Doppelte. Und das wäre gar nicht mal so schlecht. Da wollte ich hin, ich Narr. Mein Gott. Da ist sie. Tesso Mining, genau. Da waren ganz komische Geräusche hier. Klangen so ein bisschen wie die Spider-Zombies bei Seven Days. Merkwürdig, jetzt ist Ruhe. Ah, genau. Das hier habe ich gemeint. Das klingt wie die Spider-Zombies bei Seven Days. Aber original. Könnte ja auch die gleiche Engine sein übrigens. Weil das hier. Diese gelben Pflanzen hier, ne? Das erinnert so ein bisschen an den Golden Rod Tea aus Seven Days to Die. Eine gewisse Ähnlichkeit. Und dann dieser Audio-Sound, also der erinnert wirklich sehr stark dran. So, da ist diese blöde... Dieses blöde Fortress. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt mal, ob man vielleicht mit unseren Raketen da ein bisschen was ausrichten können. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da weg bin. 348 Meter Reichweite. Okay, jetzt hätten wir schon... Ah. Jawohl, das erste Geschütz ist kaputt. Boah, boah, Alter. Uiuiuiui. Das ist ja übelst. Okay. Ja, ist das geil. Das, ja, Sackelzement. Okay, da ist irgendwas explodiert. Da ist auch irgendwas explodiert. An der Seite muss noch irgendwas sein. Moment. Jetzt kommt die blöde Drohne daher geschissen. Und jetzt kommt der Drogentransporter. Ist nicht euer Ernst, oder? Ernsthaft? Okay, Moment. Ich muss mal meine Sniper nutzen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Da müssen noch irgendwelche anderen Geschütze gewesen sein. Die Drohne ist natürlich genau oben drauf abgestürzt. Das ist super klasse. Perfekt. Okay, reparieren. Mein Eimer. Das Cockpit hat ein bisschen was abgekriegt, der Raketenwerfer hat ein bisschen was abgekriegt. Na, alles gut, okay. Seht ihr irgendwo einen Drogentransporter? Ich sehe keinen. Das kennen wir ja, ne? Das hatten wir schon mal. Das Geisner hat Drogentransporter incoming und was ist passiert? Gar nichts. Viel Lärm um nichts, genau. Ne, da ist nichts. Ja, dann komm. Schauen wir mal. Man lässt uns hier landen. Sie können nicht mehr schießen, alles kaputt. So ein Pech. Ja, kann ich hier noch irgendwas... Kann ich das Glas ja kaputt schießen, dass ich reinkomme? Ich glaube, das ist kaputt. Ich glaube, jetzt komme ich da rein. Okay. Nice. Und dann stellen wir den Kahn hier ab. Aussteigen, bewaffnet sind wir. Auf geht's. Da ist schon mal Munitionskiste, habe ich gesehen. Oh! Ist das der Kerl? Oh, Alter, hab ich mich gerade erschrocken, du. Da ist der Kern, wow. Hat gleich mal auf mich geschossen hier, irgendwelche komischen Selbstschussanlagen. Hallo? Sag mal, was hält denn das blöde Ding aus? Glaube ich ja gar nicht. Scheiße, der Truppentransporter kommt! Scheiße, der Truppentransporter kommt! Gerade noch gesehen auf dem Radar. Uiuiui.
Da sind die Deppen. Oh, die sind festgepackt, glaube ich. Oh, der hat einen Raketenwerfer sogar. Er ist kaputt. Was mit dir? Der hat auch einen Raketenwerfer. Die sind festgepackt da hinten. Ah, Leute. Okay, ist eine Alpha, ne? Muss man dazu sagen. Ist eine Alpha. Kann passieren. Ah, schön ist natürlich nicht, ne? Okay, ist auch tot. Da war aber noch irgend so ein Depp, den habe ich noch gesehen. Ja, ja, du mich auch. Irgendwo war da noch so eine Handlampe da. Da, da genau, da kommt er. Alien-Meuchler. Der sieht ja lustig aus. Level 12. Ah, immerhin haben wir Skillpunkte gekriegt. Oh, da hat wenigstens ein bisschen Happy-Happy dabei. Guter Mann. Jawohl, der hat aber ordentlich was zu essen dabei. Wie viel waren das jetzt? 4, ne? Ich glaube, 4 habe ich umgebracht. Beseitigt. Oh, schöne Medizinzeug, Gedöns. Cool, kann ich hier gleich mal eins einwerfen. Danke. Und was haben wir hier? Geld! Geld! Unser erstes Geld! Freunde, unser erstes Geld. Schön. Finde ich gut. Da fällt mir ein, nachdem wir hier gerade ein Fortress angreifen, würde ich dafür plädieren, auch wenn ich Gefahr laufe, jetzt von euch als Feigling betituliert zu werden, dass ich die Armor-Station mal kurz benutze. Die Rüstungsstation und diesen Armor-Booster mit ausrüste, ne? Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Gegengift-Tabletten, jawohl. Geld. Geld. Ja, dann schmeißen wir den Scheiß doch mal alles rein. Okay, zack, so. Bisschen hoch, aussteigen. Ein bisschen runter, genau. Okay, hier Panzerung zusätzlich. 206. Zack, wir... Ups. Ausschalten wollte ich dich jetzt nicht. Jetzt ist die Drohne weg. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Verdammt, kein Loot von der Drohne. Hallo, hier hat man noch nicht fertig. Was ist da los? Hm? Machen wir ihn hier. Zumindest haben wir wieder jede Menge Promethium. Halt, da kann ich ihn eigentlich gleich noch was arbeiten lassen. Und zwar... Mach mal hier... Machen wir 100 von diesen Kraftstoffzellen. Genau, müsste sich ausgehen. So, jetzt. Höchste Disziplin, Leute. Höchste Disziplin. Sagt er so leicht, gell? Ja, ja, ich weiß. Ja, ich will da hochlaufen. Geht nicht, oder was? Ah, ist nichts gedroppt. Es hat nichts gedroppt. Nanu, was ist das für ein Hebel? Ja, gehst jetzt... Wofür ist der? Keine Ahnung. Wofür der gut war. Aber war bestimmt wichtig. Hat man dafür die Waffen oder damit vielleicht die Waffen ausgeschaltet? Das wäre ja ärgerlich. Uah! Uah! Ja, ich glaube, damit wurden die Waffen ausgeschaltet. Ne, ansonsten hätte dieses Ding schon längst auf mich geschossen. Okay. Da ist ein Spawner, Moment. Boom. Schade. Oh, das tut mir aber leid. Okay, ich gehe jetzt mal vorsichtig rein. Vorsichtig, habe ich gesagt. Mich erschrickt man. GLS-Ladung. Diese verdammten kleinen Stinker da. Da! Oh, der macht aber gut Aua, ne? Der Scheiß. Stirb! Finde ich gut, dass der sich so ewig viel Zeit lässt. Finde ich okay. Leute, da gehe ich am Stock mit diesen scheiß Selbstschussanlagen.
Wisst ihr was? Wir machen mal Hit and Run. Ne? Wir versuchen mal Hit and Run. Sprengstoff und den blöden Kern. Schnell, 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 go, go, go. Zack. Schnell weg. Uah. Raus hier. Jawohl. Der Kern ist kaputt, Leute. Das war's. Genau, nichts schießt mehr auf uns. Alles kaputt. Ich schau mal, was hier noch war. 1, 2, 3 Selbstschussanlagen. Uiuiui, da hätten wir aber noch lang gekämpft, glaube ich. Dann noch einer. Fett. Okay, dann demontieren. Oder dann machen wir gleich zerlegen. Genau, zerlegen. Nur das gefährliche Zeug hier abbauen, ne? Weg damit. Ist aber ein kleines Fortress, finde ich. Ich hätte gedacht, vor allem hätte ich gedacht, hier ist irgendwie groß Bewaffnung und so. Aber nicht Bewaffnung, sondern Bewachung. Alien-Container, jawohl! Energie und Sauerstoff und Dankeschön! Was hätten wir hier? Offline-Schutz, gut, ATM, Geldautomat, Reparaturstation, schwere Waffen, Laser-Upgrade, Offline-Schutz, braucht man ja bloß im PvP, ne? Multiplayer, genau. Und Blümchen, wie nett. Deko, ein bisschen Gedöns. Ja, dankeschön. Cool. Und was ist da noch Schönes drin? Oh, happy, happy. Was fand ich zu essen? Nochmal 2 ATMs. Und nochmal ein bisschen Fleisch. Fleisch. Jetzt habe ich wieder keinen Platz. Ich bin zugemüllt. Leute. Ich bin schon wieder komplett zugemüllt. Geht gar nicht. Ja, verdammt, ich brauche hier mehr Platz in den blöden Dingen. Ja, dann mülle ich es halt einfach in den Konstruktor rein. Ist mir doch auch egal. Da, schau mal hier. Zack, 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 zack. Da ist hoffentlich unendlich Platz in den blöden Dingen. Oh, das ist zumindest mal viel Platz. Genau. Sehr schön. So, da oben ist noch so ein böses Ding. Genau, das wird auch noch schnell abgebaut. Psst, meins. Da ist auch noch ein böses Ding. Meins. Und da meins. Auch noch schön in Tarnfarbe, weißt? Dass man es kaum sieht. Okay, hier sieht man es auf hell natürlich. Eins. Da die Antenne, die steht bei mir künftig im Garten. Die will ich auch haben. Alles meins. Finde ich ein schönes Spiel. Meins ist ein schönes Spiel, jawohl. Alles mir. Was haben wir noch? T1. Achso, Moment, da könnte ich ja eigentlich mal hier... Ja, das lohnt sich nicht mehr, oder? Moment, machen wir mal 400. Zack. Jawohl, noch ein bisschen Energie rausgeholt. Sehr schön, wo geht's da lang? Oh. Na nu. Wofür wird das gewesen? Keine Ahnung, ja damit. Was ist das hier? Ach, hier wäre der offizielle Eingang gewesen. Ja, so. Ich habe mich halt reingesprengt, gell? Ich meine, so geht's auch. Ich will ja nichts sagen. Was ist das hier? Nix, sah bloß komisch aus. Da ist noch Munition. Die können wir uns noch holen. Dankeschön. Hier ist noch Munition. Oh, schöne PK-Ladung. Sprengstoff. Gut, also wir kriegen unseren Sprengstoff wieder. So muss es sein. Das finde ich gut. So, eher mit dem Zeug. Hier bin ich reingekommen. Genau, was ist hier links noch? Achso, da ist der Eingang. Da waren wir schon. Na gut. Habe ich sonst noch irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Und das Ding bauen wir noch ab, den Generator. Der gibt auch nochmal ein bisschen Zeug. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts. Na nu? Hä? Was ist jetzt das? Ne, da. Hä? Wo geht's denn hier lang? Das verstehe ich ja gar nicht. Habe ich da irgendwas übersehen? Ja klar, schau mal hier unten. Da ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber da war doch gar keine Tür. Ne, da war gar keine Tür. Was ist da drüben? Ist da, ne, da ist der Eingang. Das sind die anderen Fenster.
Da ist nix. Okay. Wo geht's da hin? Ui. Sehr seltener Container. Goldbarren, Alter. 26 Goldbarre. Fahrwerk, Warp-Antrieb, Treibstofftank, Schubdüse M, Reparaturstationi. Gelb, für ein Capital Vessel. 26 Gold, das ist eine Menge Holz, Leute. Das ist mal richtig Asche. Mit einem Gold kann man, meine ich, 5 dieser Goldmünzen herstellen und die sind, ich glaube, 50 Credits wert oder irgendwie sowas. Geile Geschichte auf jeden Fall. Mega. Ja, das hat sich ja mal gelohnt. Freunde, ich komme wieder. Beziehungsweise jetzt ist ja nichts mehr, gell, aber ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint war. Okay, merke, es gibt offenbar auch solche Geheimgänge. Da, okay, das ist jetzt natürlich saublöd, was ich da gemacht habe. Moment. Ich mache das Foto von der anderen Seite, ne? Ja. Ich mache das Foto von der anderen Seite. Das sieht nicht ganz so kaputt aus. Oder genau, wir machen ein Hostile-Takeover. Das ist die Idee. Fremde Übernahme. Hoho. Feindliche Übernahme. So machen wir das. Genau, wir platzieren hier unseren Eimer. In böser Angriffsposition. Na, geht nicht, hä? Nee, das mag er gar nicht. Verdammt. Okay. So. Muss ja noch meinen Screenshot machen. Naja, ich fast vergessen. Genau. Red Star attackiert feindliche Basis. Hoho. Hervorragend. Sehr schön. Oh. Wieso habe ich hier plötzlich HLT verloren? Freunde, was ist da los? Habe ich nicht aufgepasst vielleicht? Bin ich da zu tief gefallen? Das kann natürlich sein. Zack. Okay, coole Aktion. Die Taschen voll. Dann würde ich sagen, wir düsen nach Hause. Definitiv. Mit den vollen Taschen. Über die Berge, genau. Ja, hat sich gelohnt. Finde ich schön. Hat sich definitiv gelohnt. Da drüben ist wieder dieses komische, genau, dieses Heck MS Titan. Ne, wo wir schon waren, genau. Das haben wir ja schon leer gemacht. Oh, da drüben sind wieder ein paar Kanonendrohnen. Da gab es offenbar einen kleinen Drohnen-Respawn. Na, jetzt erstmal nach Hause. Erstmal nach Hause. Ja, und dann, ich wollte ja auch mal eine Basis bauen, ne? Also, ich wollte eigentlich nicht dieses kleine, diese Old Farm hier benutzen, sondern ich wollte eigentlich mal so eine Basis haben. Weil das hier ist ja wirklich nur so dieses Tutorial-Gedöns und das, naja, ich weiß nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? So, zack, aus. Muss mal Kühlschrank. Oh Gott, ich kann mir das nicht merken, wo der blöde Kühlschrank ist. Ich glaube hier, ne? Genau, da ist er. Ja, können vor Lachen. Ich habe wieder alles zugemüllt. Oh, gehärtete Stahlplatten. Das ist gut. Dann können wir gleich upgraden. Moment, da sind Schubdüse und so sind da auch drin. Ja, dann schmeißen wir den ganzen Scheiß da auch rein. Oh, schau mal hier. Satiumbahnen sind fertig. PK-Ladung, zack, zack. Oh, das war Munition. Stopp. Munition mag ich da nicht drin. Das kommt in die Munitionskiste. Holz, Plastik, Döns. Das kommt rein. Das wollte ich immer dabei haben, gell? Thema Munition. Das schmeiße ich einfach mal in die Munitionskiste rein. Auch wenn es die falsche ist, ich weiß. Wow, 3 Schuss, cool. Süß. Biosprit landet da drin.
Ach, hier hab ich den ganzen Blödsinn. Oh Gott. Halt, hier ist noch Munition. Oh Gott, ja, ich bin wieder sehr gut organisiert, ich weiß. Der Chaot ist unterwegs. Der Chaot. Okay, gib her. EVA Boost, gib her. Das gib her, das gib her, das gib her. Der Rest, das gib her. Ja, machen wir so. Zack, zack, zack. Genau. Läuft, du kommst da drüben rein. Ich habe keinen Platz mehr, oder? Echt? Ich habe Platzprobleme. Leute, da machst du das mit. Okay. Moment, wo ist meine Station, meine Anzugstation? Da. Okay, weißt du was? Ich schmeiß den ganzen Scheiß da rein. Da den Armor Boost schmeißen wir auch da rein. Jetpack können wir reinpacken. Haben wir ein bisschen mehr Jetpack. Und brauchen aber weniger zu essen, ne? Weil Armor ist schwer. Heißt, wir müssen mehr essen. Apropos Essen. Gutes Stichwort. Ich sollte was essen. Sollte man auch zwischendrin machen, ne? Schadet nicht. Da haben wir mal so eine leckere Konserve rein. Okay, so, dann. Den ganzen Blödsinn mitnehmen. Ich habe auch noch die Konserve im Quickbelt. Genau, richtig. Fleisch, Mais, Aloe Vera, nee, Weizen. Okay, müssen wir das da drüben reinschmeißen. Weizen. Und das kommt da rein. Oh Gott, sortieren. Ja, mir graut schon davor, wenn ich hier dann umziehe. Die ganze Sortiererei, da wäre ich wahnsinnig. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich da völlig verblöde. Oh, ach so, der stellt gar nichts mehr her. Ja, ich habe mir auch ausgeschaltet. Dann macht er natürlich nichts mehr, gell? Sehr logisch. Na, aber hier ist zumindest schon mal wieder ein bisschen Kobalt dabei. So, diese 140 Kraftstoffzellen, die kann man auch mal mitnehmen. Ja, ist doch nicht schlecht. Also Kobalt haben wir jetzt auch erst einmal ein gutes Stück. Da lässt sich was mit anfangen. Betonblöcke. Fast 300 Betonblöcke. Da lässt sich auch was mit anfangen, schätze ich. So, diese gehärtete Stahlplatte wollte ich auch noch machen. Also, nicht reparieren, sondern upgraden. Beziehungsweise reparieren wäre vielleicht auch nicht schlecht, gell? Oh, die hätte es fast schon zerlegt, die erste. Da waren noch 4 Punkte drauf, ne, wenn man das gesehen hat. Das war höchste Eisenbahn, dass wir da was gemacht haben. Oh, hier hat es schon einen Block ausgepixelt, schau. Da haben sie uns schon einen zerschossen. Oh, die Schweine backen da echt. Muss ich das Ding tatsächlich reparieren, ne? Ja, da der Stahlblock ist, zack, okay. Muss ich dir überlegen, das war so ein Dreieck, ne? Oh Gott. Das hier glaube ich. Nee. 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 Nee, 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 nee. Nee. Das war's nicht, oder? Doch. Doch, das war's tatsächlich. Mein Gott. Ich blick schon wieder immer. Schrecklich. Wo ist denn meine Malfarbe hier? Hallo? Ich brauche meine Malfarbe. Lackierpistole hier, genau. So, brauchen wir eine Malfarbe, und zwar die hier. Zit, jawohl. Alles klar. Schön gemalt. Jeder kann malen. Sogar der Haubi. Hat sonst noch was? Jemand was abgekriegt? Sieht nicht so aus. Okay, dann kann ich jetzt upgraden. Jawohl. Möglich. Upgrade, Upgrade. Man sieht es hier auch, die Umrandung wird ein bisschen anders, so mit diesen Nieten an der Seite. Na, das ist dieses Signal. Hier ist was abgegradet. Man könnte jetzt mal kurz schauen, wie viele Punkte sind das? 200? Das alte hatte 50. Also, Faktor 4. Das lohnt sich definitiv hier abzugraden. Liebe Freunde, das lohnt sich definitiv. Geht nicht, okay. Das lässt sich upgraden.
Ja, blödes Fahrwerk, komm hör auf. Ja, wir wollen ja nicht, dass die uns unseren Eimer kaputt schießen. Das wäre ja echt. Da. Nanu? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da haben sie uns doch auch was kaputt gemacht. Ja. Wie sie uns einfach unsere Mühle zerstören, oder? Bodenlose Frechheit. Und meinen, ich hätte es nicht gemerkt, ne? Ja, von wegen. Ihr Deppen. Glaube ich es gemerkt. Alles machen sie uns kaputt. Okay, gleich mal hier. Moment. Upgraden. Mal eine schöne Mühle da. Lackierpistole. Hast du dir das gemerkt? Natürlich nicht, ne? Ne, natürlich nicht. So, bam, jetzt aber. Jawohl, jetzt ist wieder hübsch. Jetzt funktioniert wieder. Ja, ist schade, dass man da halt jeden Block einzeln upgraden muss, ne? Dass ich dann einfach sagen kann, so, jetzt alles bitte. Geht nicht mehr, oder was? Kann ich nicht mehr. Habe ich das schon alles? Nö. Gehärteter Block. Wieso hat der 100 Punkte und der 200 Punkte? Muss ich das verstehen, Leute? Herrschaft, warum fliege ich hier jetzt mal runter? Was soll denn das? 100 Punkte? 200 Punkte. Hundert Punkte. Ich bin überrascht. Im wahrsten Sinne. Moment. Warte mal weg. Stahlblock. Upgraden. Reparieren. Wenn ich upgrade, sind es 200 Punkte. Gehärteter Stahlblock. Ich habe einen gehärteten Stahlblock gesetzt. Okay, ist das vielleicht die Erklärung? Kriege ich beim Upgrade ein bisschen mehr? Wenn ich jetzt einen normalen Stahlblock nehme. Und das probieren wir schnell aus. Das will ich jetzt wissen, sorry. Das will ich jetzt wissen, wie das funktioniert. Okay, der ist jetzt gesetzt. Jetzt hat er 200 Punkte. Ah, das verstehe einer, oder? Das ist ja merkwürdig. Macht das Sinn, Leute? Ganz ehrlich? Eigentlich nicht, oder? Oder war das jetzt bloß ein Anzeigebug? Da hier war auch irgendwas kaputt. Muss ich auch reparieren? Wie gut ist der jetzt beinannt? 100%, jetzt kann ich nichts mehr reparieren. Okay, upgraden. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aber gut zu wissen, dass der Eimer jetzt deutlich mehr aushält. Das lohnt sich definitiv hier, auf gehärtete Stahlblöcke abzugraden. Da wäre man blöd, wenn man es nicht tut, habe ich so den Eindruck. Okay. Hier unten müssen wir noch schnell ein bisschen upgraden. Dann müssen wir die Unterseite noch upgraden. Geht nichts mehr, okay. Hier war noch einer. Dann haben wir es, glaube ich. Dann müssten wir da alles erwischt haben. Sehr gut, okay. Also, unser Flieger hält jetzt deutlich mehr aus. Jetzt machen wir aber auch aus. App. So, alles was da drin ist, kannst du mir noch geben. Jawohl, er ist fertig. Müssen wir nicht. Oh Gott, der Eimer ist so voll. Ich müsste jetzt echt Ordnung schaffen. Irgendwie habe ich da gar keine Lust zu.
Irgendwie habe ich da gar keine Lust zu, das ist so anstrengend. Hobby, sei nicht so faul. Okay. Überredet. Aber Lust habe ich keine, ich sag's euch. Na gut, aber das mache ich offscreen. Oh Gott, ich bin schon wieder 40 Minuten dabei. Oh, es tut mir leid. Ja, das schaut ja keiner an. 40 Minuten Folgen, das schaut auch kein Mensch an. Viel zu lang. Da hat das blöde Licht hier, kann ich auch mal ausmachen. Ne? Verbraucht nur Strom, ja, alles ist kaputt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal Mission Basisbau. Da war ich schon am Überlegen, ob wir nicht irgendwie so eine nehmen oder sowas, so eine hübsche kleine aus dem, ne, die mitgeliefert wurde, sowas zum Beispiel, oder von mir aus auch das Ding, aber gut, da brauche ich glaube ich noch ein paar Eisenbahnen. Boah, 18.000 Eisenbahnen, Alter, echt. 20.000 Eisenbahnen. Muss eine alte Frau lang für stricken, glaube ich. Klar, man könnte natürlich auch selber bauen, ne? Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, schaut ihr dazu, wenn ich selber baue. Jetzt wieder die Frage, ich meine, das Zeug hätten wir alles. Okay, beim Eisen müssen wir ein kleines bisschen dazu holen. 2500 habe ich hier jetzt natürlich nicht rumliegen. Ich habe ja gerade mal die Hälfte. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ne, ob wir selber bauen sollen oder ob wir eine vorgefertigte Vorlage verwenden sollen für unsere Basis. Da freue ich mich auf eure Rückmeldung. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vergesst mal nicht, das Video zu bewerten, ne, sofern ihr noch dran seid überhaupt. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.